Wir sind hier beim Zum Glücksritter. Dosenwerfen hat aber nicht viel mit Glück zu tun, oder? Nein, eigentlich nicht. Aber wo wir den Laden gekauft haben, der war ja gebraucht, Zum Glücksritter. Und er hat uns Glück gebracht. Und deswegen sind wir bei den Namen auch geblieben, Glücksritter. Finde ich schon mal sehr passend. An sich haben wir auch Dosen im Goldstil. Wie viel stehen da und wie viel werden normalerweise abgeräumt? Ja, wir haben 7 Pyramiden und es kommt je nachdem auf den Schützen drauf an, wie gut er ist. Meisten räumen ab und wenn nicht, dann gibt es uns einen super Trostpreis. Aber bevor ich mir jetzt wen suche, der gegen mich Dosen wirft, hast du für mich ein paar Tipps, damit ich auch eine Chance habe? Wie treffe ich? Ein paar Tipps, einfach unten rein. Die Dosen sind so, dass sie jeder umschmeißen kann. Du wirfst links und rechts rein und dann hast du abgeräumt. Warte, das darfst du nicht so einfach aussehen lassen, sonst sehe ich nachher schlecht aus. Das ist eine Sache von Präzision, oder? Hoher Präzision. Ja, also Scharfschütze musst du hier sein bei uns. Weißt du mal, dass du hier triffst. Du nimmst die Bälle, schmeißt rein, probierst aus, du wirst sehen, das ist ganz einfach. Perfekt, dann suche ich mir einen. Wie schaut's mit Dosenwerfen aus? Mit was aus? Dosenwerfen. Büchsenschürzen. Ja, Mama, ne? Mama halt? Ja, dann Mama das halt, oder? Alter vor Schönheit oder wer wirft zuerst? Mama, Schönheit vor Alter. Dann dürfen die zuerst. An. Also 5 sind stehen geblieben. Heißt, 4 müssen es bei mir werden oder wir machen Gleichstand raus. Schade. Das wäre zu dreist gewesen. Ach, da wollte ich zu viel. Mann! Super, was geil. Ja, so schauen bei uns Trostpreise. Ja, so. Na, dann möchte ich euch gar nicht weiter aufhalten. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit der neuen Kopfbedeckung. Jetzt findet ihr ihn auch wieder, gell, wenn er verlöten geht. Wunderbar. Dann mach's weiter gut. Geht's. Auf Wiedersehen. Ja, viel Spaß. Servus. Ciao. Ein Familienbetrieb habe ich erfahren. Das heißt, ihr seid schon ein bisschen länger mit dabei, oder? Ja, ich als Selbstständige schon knapp 30 Jahre. Und du bist wie lange schon dabei? Mehrere Jahrzehnte. Also der Familienbetrieb, ja. Stei, Firma Stei, Schubert existiert ja schon ewig. Ja, 30 Jahre, mehrere Jahrzehnte. Die Frage ist, wer macht's danach? Die nächste Generation. Die ist schon dabei, oder? Die ist schon dabei. Mein Sohn, meine Tochter stehen ja auch hier mit ihren eigenen Geschäften. Auch Büchsenwerfen, Dosenwerfen, Straße 1. Deshalb kommt's rum und spielt nicht gegen ihn, er ist zu gut. Spielt gegen sie. Sie redet immer nur.